Was ist los in diesem Land? Was ist los in diesem Land? Was ist los in diesem Land? Illegaler Angriffskrieg in Syrien. Was ist los in diesem Land? Wir verstoßen gegen das Völkerrecht. Was ist los in diesem Land? Deutsche Truppen stehen wieder an der Ostfront. Was ist los in diesem Land? Und alle finden das irgendwie okay. Ihr nicht, und das ist gut so. Ja, es ist unglaublich. Deutsche Truppen stehen wieder an der Ostfront. Das ist wahr. Ja, also ich meine, das ist ja auch so ein Ding, was man dann immer Russland vorwirft. Man sagt dann immer so, also nee, ihr seid totale Aggressoren, ja? Aggressoren? Wir haben doch die DDR wieder an Deutschland rangeklatscht bekommen. Ne? Das waren doch die Russen, oder? Das war doch Gorbatschow, ja? Der hat uns doch damals gesagt, ja, ihr kriegt die DDR zurück, oder? Waren das nicht die Russen? Waren die Russen nicht die Ersten, die das erste deutsche KZ Majdanek befreit haben, als die Amerikaner dann noch irgendwo in der Normandie rumgekämpft haben? Haben wir Deutschen nicht 27 Millionen Russen das Leben genommen, 7 Millionen Zivilisten? Ja, und wie war das nochmal mit der DDR? Richtig, genau. Wir haben damals gesagt, Condoleezza Rice, die Beraterin von George W. Bush, hat damals gesagt, ich weiß nicht, ob sie das da schon war, hat gesagt, ja, nein, lieber Gorbi, wenn die DDR zurück an Deutschland drankommt, ja, an die BRD, dann erweitern wir unser Verteidigungsbündnis, die NATO, nicht nach Osten. Und haben wir unser Versprechen gehalten? Nein! Gegenüber den Russen. Nein. Lügner! Ja. Alles Lügner! Oder nice Grenze sollte die Grenze sein. Ja, und dann ist Polen eingetreten, Tschechien ist eingetreten, Slowakei ist eingetreten, Slowenien ist eingetreten, Rumänien ist eingetreten, Ungarn ist eingetreten, Kosovo ist eingetreten, Mazedonien ist eingetreten, Estland ist eingetreten, Lettland ist eingetreten, ja, Litauen ist eingetreten. Also, ich dachte, wir wollten das verhindern, dass diese blockfreien Staaten in die NATO kommen. Und jetzt stehen wir quasi mit unseren Waffen, im wahrsten Sinne des Wortes, die wenigsten wissen, dass die Bundeswehr gerade an der russischen Grenze steht, um Putin zu bedrohen. Das ist kein Witz. Ich weiß nicht, ob ihr das nicht realisiert in den Medien, aber unsere Bundeswehrsoldaten stehen gerade an der russischen Grenze, um Putin in Schach zu halten. Wofür? Habe ich noch nicht verstanden. Ich finde nur, dass es angesichts von 27 Millionen toten Russen im Zweiten Weltkrieg keine coole Geste ist von uns. Und es gab mal so einen Satz, von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Ich habe keine Angst, dass die Russen uns überrollen. Ich glaube aber, die Russen haben allen Grund, Angst zu haben. Immerhin liegt die Oblast Kaliningrad mittlerweile isoliert, ja, und umgeben von NATO-Staaten. Also ein Teil Russlands klebt ja nicht direkt an Russland dran. Der ist innerhalb vom NATO-Territorium, so eine Art Vatikan in Rom, ja. Das sind die Zustände, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Deutsche Bundeswehrsoldaten fahren da Manöver ab, ja. Und die Amerikaner verladen 4000 Truppen über Bremerhaven quer durch Deutschland, um 4000 Soldaten und mehrere hundert Panzer da in Stellung zu bringen an der russischen Grenze. Und wir machen den Scheiß mit unserer historischen Verantwortung. Und ich frage mich, wo ist die Zeitung, die sowas noch schreibt? Wo ist die Zeitung, die sich dessen besinnt, ja, was da passiert ist, als 1933 die Nazis an die Macht gekommen sind und es 1939 mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges losging? Wo sind die? Die sehen das Böse jetzt anscheinend nur noch in Putin und vergessen vollkommen, welche historische Verantwortung wir haben. Und das wäre eigentlich Job für die Linken in Deutschland, aber die kommen anscheinend diesbezüglich auch nicht wirklich aus dem Quark, vielleicht ein paar vereinzelte Stimmen. Und deshalb kann ich es nochmal sagen. Es ist wunderbar, dass ihr hier seid, denn das, was ihr tut, das ist wahre, echte Graswurzelarbeit, ja. Das ist die pure Basis für Verständigung, auf sowas kann man aufbauen. Und deshalb sage ich es nochmal, es ist toll, dass ihr da seid, toll, dass ihr eine anstrengende Fahrt auf euch nehmen werdet, die nächsten 3 Wochen mit über 300 Menschen. Das ist fantastisch und dafür habt ihr einen Applaus für euch selbst verdient. Bitte. Ja, ich wollte gerade noch ein Beispiel bringen, ja, wo ich sagte, was jeder versteht, auch wenn er sich nicht für Politik interessiert, wie unsere Medien gerade ticken, also wie wir sozusagen verballhornt und verarscht wären, während wir dabei sitzen und der Fernseher läuft. Und zwar, wenn der noch nicht gewählte Präsident Trump in seinem Wahlkampf bekundet, dass er gerne mit Putin reden möchte, dann ist die Reaktion, oh mein Gott,
Trump will mit dem schlimmsten Menschen der Welt reden, also der zweitschlimmste Mensch der Welt und der schlimmste reden dann zusammen, das ist ja schrecklich, ja. Und wenn dann der anschließend gewählte Präsident Trump, ja, als Reaktion auf, wie wir mittlerweile wissen, einen nicht von Syrien ausgeführten Giftgasanschlag, sondern wahrscheinlich von ISIS oder ihren Geldgebern finanzierten Giftgasanschlag reagiert, ja, mit dem Abwurf der größten nicht-nuklearen Bombe in Syrien, der Moab, eine Bombe, die auch nicht mehr mit den normalen Bomben zu vergleichen ist. Das macht irgendwie ein Geräusch, als würde bei Star Wars irgendwie so ein Raumgleiter durch die Gegend fliegen. Ja, das macht nicht mehr Bumm, sondern das macht mehr so ein... Und danach ist alles tot. Alles ist tot. Und diese Bombe hat Trump eingesetzt. Und was schreiben unsere Medien? Endlich ist er vernünftig geworden. Irgend so ein französischer Politiker hat es so ausgedrückt, ihm sei nun endlich das Blut ins Gehirn geflossen. Da stelle ich euch die Frage, in welcher Gesellschaft leben wir, in der miteinander reden etwas Schlechtes ist und Bomben abzuwerfen etwas Gutes? Wer jetzt nicht merkt, dass hier was nicht stimmt, ich glaube, dem ist leider auch nicht mehr zu helfen. Richtig, danke Weiner. Das kann man mit den Herzen verstehen. Regen, Scheiße, Bomben werfen ist gut. Das geht nicht. Da ist was falsch. Dann sind wir hier nicht mehr richtig. Dann machen unsere Medien ihre Aufgaben nicht mehr richtig. Da brauchen wir auch keine Experten für, um das zu merken. Das können wir alles selber realisieren in unserem Herzen, dass das nicht gut ist. Und deshalb möchte ich mit dem nächsten Song dann doch noch einmal mahnen. Denn nach dem 11. September habe ich mit meiner Oma gesprochen und meine Oma ist vor 2 Jahren verschieden im Alter, im stolzen Alter von 100 Jahren. Ja? Und sie hat 2 Weltkriege miterlebt. Den ersten als kleinstes Kind und den zweiten als Teenager. Und als der 11. September kam und die Amerikaner angekündigt haben, die wussten ja nach einem halben Tag schon, das war Osama Bin Laden normalerweise, ne? Ermittlungen müssen erstmal geführt werden, wir können zu laufenden Ermittlungen keine Angaben machen. Das sagt bei uns die Polizei, wenn Terroranschläge passieren. In den Vereinigten Staaten von Amerika wussten die nach einem halben Tag am 11. September, Osama Bin Laden. Naja, und dann geht dieser Krieg da halt los und ich frage meine Oma, und? Ist das gut? Dass jetzt zurückgeschlagen wird, das kann man sich ja nicht so gefallen lassen. Und ich habe gedacht, die ist total vom Fernsehen Gehirn gewaschen. Aber Tatsache ist gewesen, dass sie gesagt hat, ich habe 2 Kriege miterlebt. Krieg ist das Allerschlimmste, was es gibt. Und es darf nie mehr einen Krieg geben. Das ist das, was Menschen sagen, die Krieg erlebt haben. Wann wird man ihn verstehen? Hoffentlich verstehen Sie es irgendwann mal. Und dass wir uns nicht dazu treiben lassen, wieder kriegerische Auseinandersetzungen miteinander zu haben. Ihr seid wieder mal bereit. Wieder mal bereit dafür. Das klingt nicht überzeugend. Habt ihr Bock auf die nächsten 3 Wochen? Wunderschön. Ich habe euch auch heute einen Song mitgebracht. Ich bin extra aus Wien angereist. Und ich habe einen Song geschrieben wegen dieser weit entfernten Zeit, wo man immer Hetze Richtung Osten gemacht hat. Lange her ist es her, 2014 und 15. Und der Song, den ich euch mitgebracht habe, der heißt Peace und der ist für uns alle zusammen. Geht jeden Moment los. Jeden Moment los. Ich zaubere zur Technik. Ich spreche für niemanden, nur mich selbst. Ich hab mich weltweit in die Sendestation gehext. Und diese Botschaft sende ich so raus in die große Welt. Und ich muss mich beeilen, noch bevor man mir den Ton abstellt. Dafür gibt es bloß ein Jetzt, nie ein Später. Was, wenn ich mein Kind mal fragt, warum ich es nicht gesehen hab? Aber Papa, das sind sogar mein Geschichtelehrer. In deiner Zeit begingen Menschen ein paar Riesenfehler. Und dann will ich mich nicht in Ausreden flüchten. Und das ist der Grund, warum wir endlich aufstehen müssen. Dem ins Auge sehen müssen. Uns rettet auch kein großer Held. Die Helden sind wir selbst, die Revolution ist jetzt. Peace! Dafür reden, dafür stehen wir hier. Peace! Keine Forderung, das leben wir. Peace! Denn egal was kommt, wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Kommt schon alle und schreit es mit mir gemeinsam. Peace! Peace! Peace.
schreit so laut, dass die ganze Stadt uns hört. Peace. Während Tausende da draußen kämpfen, um ihren Willen auszusprechen, hört man aus TV-Palästen? Nächsten, sie sind sau beschäftigt, ganz laut die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, neue Feindbilder aufzusetzen, kriegerische Hetze der installierten Presse. Journalisten helfen ihren Klienten, Krisen anzuzetteln, die Berichterstattung schwächelt, Geschichte wird vergessen. Wir sind nicht bereit für eure Ziele, Kinder herzuschenken. Wir sind Menschen, wir sind Schwestern und Brüder, und wo Hass uns hinbringen kann, das kennen wir von früher. Gerade wir, gerade hier, wollen nicht, dass das passiert, und für diese Haltung werden aktiv. Wir wissen attackiert, was? Man liest, dass diese Schmierfick geschmieren und sie zielen auf das Wir. Es gibt nicht mehr Tier. Wir werden diffamiert, pauschalisiert und diskreditiert. Sie nennen freie Meinung Shitstorm, der Shitstorm. Das seid ihr! Peace! Dafür reden, dafür stehen wir hier. Peace! Keine Forderung, das geben wir. Peace! Egal was kommt, wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Komm schon, schreit so laut, dass selbst die Massenmedien hören. Peace! Peace! Schreit so laut, dass das ganze Land uns hört! Peace! Denn Friede ist nicht rechts und Friede ist nicht links. Friede ist die Stimme in deinem Herzen, in dir drin. Friede ist der Weg, Friede ist der Sinn. Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen. Doch jetzt läuft die Propagandamaschine, wenn Bataillons marschieren, sich an der Front die Panzer formieren. Massenpsychologie aus den Gedankenfabriken, wo sie an manipulativen Taktiken schmieden. Sie ziehen auf unser Denken, unumgänglich, unumschwänglich, umzulenken, was wir von dem Russen denken. Was für ein Quatsch, das sind 130 Millionen Leute, genau so wie ich, mit denen ich mehr gemeinsam habe als jenen in der Politik. Keiner will Krieg. Außer Banken, die dann beiden Seiten Scheine leihen, um die Schulden plus Zinsen einzutreiben und Rüstungsindustrien. Die an Schüssen gut verdienen, es zählen nicht Mütter, die laut schrien. Sie sind süchtig nach Profit. Und nein, das hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, Nationalität, einem dunklen oder hellen Ton. Jeder, der das denkt, ist hohl. Wir sitzen im selben Boot wie bei der Revolution. Hebt eure Hände hoch. Peace. Dafür reden, dafür stehen wir hier. Peace. Keine Forderung, das leben wir. Peace. Denn wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Komm schon, schreit so laut, dass man uns auch bis Moskau hört. Peace. Schreit so laut, dass man uns auch bis Washington hört. Peace. Dankeschön. Ihr Ball vereint, tragt sie hinaus in die Ferne. In jedes Herz, soweit die Füße tragen, wird eure Hoffnung sein. Ganz tief im Herzen nehmt ihr Frieden mit hinein. Ihr fühlt den tiefen Graben, doch Fantasie besticht, das ist der Weg zu dem Frieden, der alle Menschen vereint. Lasst uns gemeinsam beenden, was andere begonnen. Teilt eure Hoffnung, tragt Kraft und Wärme in jedes Herz, in jedes Herz. Ich würd gern mit euch ziehen, mein Pferd ist nicht so schnell. Doch in Gedanken bin ich euer Gedankenkarussell. Verbreitet frohe Kunde, bringt sie mit weißer Sicht. Das ist ein Lied für die Liebe. In jedes Herz.
Kamera. Ich glaube, das Mikro war noch nicht eingestellt. Ich bin der Abraham. Nein, es ist... Ich möchte beginnen mit einem Song von Marlene Dietrich, damit wir uns erinnern, aus welchem Grund es die Friedensbewegung geben muss und aus welchem Grund es Menschen geben muss, die sich darum kümmern, dass ein bisschen Ruhe einkehrt auf dieser Welt. Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Gemeinschaftlich was dagegen tun, dass Faschisten sich in diesem Land etablieren. Dann haben die gesagt, Sozialdemokraten, Kommunisten müssen endlich zusammenkommen und gemeinschaftlich den Faschismus bekämpfen. Hat damals leider nicht ganz geklappt. Bert Brecht hat sich trotzdem alle Mühe gegeben und dabei ist dieser Song entstanden. Kennt ihr, oder?
schon mal gehört, ne? Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zu essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum links zwei, drei, wo dein Platz genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheit, Front, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er auch noch Kleider und Schuh. Es macht ihn ein Geschwätz nicht warm und auch kein Trommeln dazu. Drum links zwei, drei, wo dein Platz genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links zwei, drei, wo dein Platz genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Prolet ein Prolet ist, drum kann ihn auch kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum links zwei, drei, wo dein Platz genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Tja, Arbeiter, den Begriff könnte man vielleicht austauschen mit die 99%. Denn auch Mittelständler sind ja mittlerweile sowas wie Arbeiter und werden genauso ausgezogen von den großen Strukturen, den mächtigen multinationalen Konzernen, Bankenkartellen, der Rüstungsindustrie. Die uns in den Unfrieden zwingen wollen, weil sie damit Geld verdienen. Aber das ist etwas, was wir nicht mitmachen. Wir sind uns einig, wir sind alle Menschen und wir wollen alle Freunde sein. Dankeschön. Und jetzt geht's weiter mit der fantastischen Morgaine. Hoffentlich. Nein? Ja? Nein? Ja? Nein? Okay, alles klar. Angekommen bei der Friedensfahrt. Es ist unglaublich, aber wahr, wir wollen den bösen Russen kennenlernen. Von dem wir in meiner Zeitung gehört haben. Ja? Und der Witz ist, wir haben ihn sogar schon kennengelernt, und zwar im letzten Jahr. Und der war gar nicht böse. Und die ganzen anderen Russen, die da auch noch waren, die waren auch gar nicht böse. Und die haben anscheinend auch überhaupt gar kein Interesse daran, dass wir Deutschen und die Russen irgendwie aufeinander böse wären oder sich irgendwie gegenseitig am besten noch kriegerisch auseinandersetzen. Nein, das liegt auch nicht im Interesse der Russen, sonst hätten die mit Sicherheit nicht dazu beigetragen, eine Tour zu organisieren, mit zu organisieren in ihrem Land, wo über 350 Deutsche mit ihren privaten PKWs eben nach Russland fahren und dort 45 verschiedene Städte besuchen. 45 verschiedene Städte. Also die Russen haben also von ihrer Seite ganz aktiv dazu beigetragen, dass so viele Deutsche einen Einblick bekommen, ja, einen Blick dafür bekommen, was da geht und dass da Freundschaften geknüpft werden. Denn das, was in den Medien passiert, ich sag's immer wieder, es ist sehr einseitig. Es heißt immer, böse Russen, böse Muslime, wir gut. Unsere Bomben töten auch nur die Guten, ne? Also, ne, wisst ihr ja, ne? Ist wie bei Tom Cruise, die Mumie, habt ihr alle gesehen, oder? Wart ihr im Kino? Habt ihr euch das angeguckt, die Mumie? Tom Cruise im Irak findet da dieses Ding da in der Erde und dann wird er aber angegriffen von so bösen Terroristen und dann ruft er den Drohnenabschussservice an, der kommt dann auch vorbei, bombardiert und was passiert? Bumpf, nur die Bösen werden getroffen, alles andere bleibt noch stehen. Ein Haus kippt noch so um, aber keine Kollateralschäden. Ist in Wirklichkeit leider nicht so, wissen wir alle. Die Drohnenbasis Ramstein, wo auch nochmal für Werbung zu machen ist, dass dagegen zu demonstrieren ist, weil ohne diese Basis in Ramstein, in Rheinland-Pfalz, wäre es nicht möglich für die Amerikaner. Ihr wisst ja, die Erde ist rund, ja.
Und die kommen nicht so ganz bis in den Nahen Osten mit dem Funksignal, da muss das verstärkt werden. Und wir sind sozusagen der WLAN-Repeater für den guten Empfang im Garten. Ja, das wissen die wenigsten, dass wir also aktiv auch dazu beitragen, quasi Drohnenmorde der US-Amerikaner mit zu unterstützen. Ohne unsere logistische Hilfe wäre das ganze Ding überhaupt nicht möglich. Ja, aber solche Sachen, das sind eben die Sachen, die man gerne übersieht. Und man schafft es eigentlich nur, in unseren Medien, medial eben ein Bild aufzubauen von Russland, was unserer Meinung nach überhaupt nicht der Realität entspricht. Diese Aggression, die sehe ich von Seiten der NATO viel stärker. Ja? Allein der Vergleich, den muss man nur mal anstellen, wie viele Länder hat Russland in 2016 bombardiert? Ja, es war Syrien, finde ich auch nicht gut. Ja, weil Bomben treffen immer die Falschen, auch russische, gehe ich aus von, ja. Aber immerhin war das nicht mal ein völkerrechtswidriger Krieg, weil Assad ja gefragt hat, kannst du mir bitte helfen, ja, bei dem, was hier in meinem Land los ist. Gucken wir uns an, wie viele Länder in 2016 von den Vereinigten Staaten von Amerika bombardiert worden sind, dann zählen wir 7 verschiedene Länder. Mit Hunderttausenden von Toten in 2016. Obama hat den traurigen Rekord aufgestellt, 26.000 Bomben abgeworfen zu haben, allein in 2016. Alle 20 Minuten eine Bombe auf die Köpfe lebender Menschen geworfen. Ein Massenmord ist das, ja. Und so einen Menschen laden wir uns dann auf den evangelischen Kirchentag ein, während wir auf der anderen Seite lesen müssen, dass die Russen das Übel der Welt seien. Da haben wir gesagt, den Scheiß machen wir nicht mit. Wir fahren da jetzt selber hin und gucken nach. Und wir sind eines Besseren belehrt worden. Unsere Medien sagen nicht die Wahrheit. Sagen nicht die Wahrheit. Die Menschen wollen sowieso niemals Krieg untereinander. Darum werden ja Kriege auch immer mit Lügen begonnen. Ja? Darum hat Hitler sich ja im Zweiten Weltkrieg eine polnische Uniform angezogen. Also jetzt nicht er persönlich, aber seine Soldaten und den Sender Gleiwitz beschossen und dann gesagt, ah, die Polen haben es angegriffen, jetzt wird ab 6 Uhr sowieso wird zurückgeschossen. Ja? So wurde der Vietnamkrieg begonnen. Ja? Und die Amerikaner haben damals gesagt, ja, wir sind so mit unserem großen Zerstörer da vor Vietnam rumgefahren, dann kam so ein kleines Schnellboot, das hast du beschossen, da musste man natürlich den Krieg anfangen, ganz klar, ja. Und diese Lügen verkauft man uns immer und immer wieder, ja. 11. September, 2 Jahre im Voraus schon vom Think Tank PNAC vorausgesagt, wir brauchen mal wieder sowas Ordentliches, was reinknallt, weil keiner hat Lust auf Krieg in diesem Land, wir müssen die Leute davon überzeugen, ja, dass Krieg notwendig ist, ja. Und die Menschen untereinander finden immer einen Weg und realisieren immer, egal in welches Land man fährt, ja, auch in welches Land ich bis jetzt gefahren bin, ich habe diese Menschen, die man ruhig bombardieren kann, nirgendwo getroffen. Nirgendwo. Ja, auf der ganzen Welt, ja. Aber das wird uns immer wieder verkauft, da seien irgendwelche bösen Menschen und die müssen wir auf jeden Fall militärisch bekämpfen und da Bomben draufwerfen. Ich glaube daran nicht. Und man versucht immer wieder mit Lügen uns gefügig zu machen, um letzten Endes Kriege zu tragen, die einem kapitalistischen, einem Ausbeutersystem dienen, wo ganz, ganz wenige Menschen an der Spitze unglaublich viel Geld damit verdienen, dass wir, die Menschen, die Menschheitsfamilie sich gegenseitig totschießt. Und das darf nicht mehr sein. Und das ist der Grund dafür, liebe Passantinnen und Passanten, dass heute 350 Menschen aus Berlin sich auf den Weg machen, um herauszufinden, ob der Russe wirklich so böse ist oder ob wir vielleicht Freunde werden können. Und ich glaube, da sind schon viele Freundschaften geknüpft und das hier ist die Fortsetzung sozusagen und wir weitern jetzt das Netz der Freundschaften nur noch weiter aus und festigen es, damit wir alle, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass man uns dazu forciert, ja, wirklich militärisch am besten noch gegeneinander vorzugehen, weil das den Konzernen und Profitinteressen am gerechtesten wird, dass wir gemeinschaftlich aufstehen und sagen, nein, wir sind nun nicht Freunde. Ja, und wir sind schon Freunde, denn ein paar Freunde aus Russland sind sogar schon hierher gekommen und fahren mit uns dann auch bis nach Petersburg zurück. Und jetzt kommt Morgaine. Morgaine will uns auch, ist extra auch nochmal hergekommen vom Friedensmanifest, hieß es, gell? Aus Cuxhaven oder wo sie es veranstaltet haben, extra heute nochmal hergefahren. Und will auch wieder heute wieder zurück nach Wien fahren. Darum kommen wir jetzt spontan auf die Bühne. Und ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß. Danke, dass ihr da seid. Lasst uns für Frieden auf die Straßen ziehen.
Brüder und Schwestern, es ist an der Zeit, erhebt euch gemeinsam aus Asche befreit. Eine Welt ohne Grenzen, alle Menschen vereint. No borders, no nation, stand up for your rights. Wir sehnen uns nach Frieden, Mensch, lass die Waffen liegen. Viel zu lang wurde geschwiegen, denn im Krieg kann man nur verlieren. Es geht nur um Macht, Profit und Ehre und Gassern. Und nicht etwa darum, Menschenleben zu schützen. Verschließen unsere Augen, was passiert mit unserer Welt? Investieren in Vernichtung, dabei vernichten wir uns selbst. All die Fronten und Grenzen im Handeln und Denken bringen uns nur zum Kämpfen, statt uns Liebe zu schenken. Shalom. Wunderschön. Wir spielen ein letztes Lied für euch und der Song heißt Wir sind eins und da geht es darum, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle eine große Familie sind und dass wir uns nicht mehr gegeneinander spalten oder aufeinander hetzen lassen dürfen, dass wir alle zusammengehören, wir sind alle aus demselben gemacht und egal wo wir herkommen, wie wir aussehen, welche Nationalität wir haben, welche Religion wir haben, das spielt alles keine Rolle, wir sind alle Menschen und das, was in unserem Herzen ist das, was zählt. Und wenn der Wojna Lust hat, kann er gerne mitsingen bei dem nächsten Lied. Wojna! Danke, Marin! Danke! Thank you.
Welt. Wir sind alle gleich und du bist nicht allein. Wir sind eins für den Frieden vereint. Wir sind alle gleich und du bist nicht allein. Die Idee von einer besseren Welt passt nicht im System, das ist besessen von Geld. Der Ruf nach Freiheit und Demokratie ist gerade so wichtig, jetzt oder nie. Ich bin wie du und du bist wie ich. Wir sind alle Menschen aus demselben Holz geschnitzt. Wunder des Lebens, voll Energie. Wir werden was bewegen, jetzt oder nie. Check. Alles gut? Friedensfahrer, geht's euch gut? Das war nicht überzeugend. Geht's euch gut? Ja! Wunderschön. Ich habe euch noch einen Song mitgebracht, bevor es gleich mit dem Programm weitergeht. Und zwar habe ich einen Song geschrieben darüber, was nämlich passiert, wenn Leute eine Friedensfahrt machen. Sie werden beschossen mit medialen Kugeln. Yes! Was passiert, wenn Leute Friedenssongs machen? Sie werden beschossen mit medialen Kugeln. Was passiert, ist, wenn du dich dem Mainstream entgegensetzt? Du wirst beschossen mit medialen Kugeln. Seid ihr Meister der Technik? Bist du bereit? Let's go. Die anderen beiden Mikrofone müssen auch an. Check. Ja. Wunderschön. Habt ihr noch Bock auf ein bisschen Musik? Ja, hau rein! Wundervoll, let's go, play! Was wollen wir? Frieden! Gerechtigkeit! Das auf der ganzen Welt!
bezeichnen sich als sogenannte Friedensbewegung. Und so schön das wieder Erwachen der Friedensbewegung auch sein mag, so unschön waren die Begleitwäsche. Desinformationskampagne. Mit Wörtern und Begriffen, die die Friedensbewegung kaputt machen. Anti-Amerikanismus, Verschwörungstheorien und ein bisschen Frieden. Ganz stark in diesem Kreis sind Verschwörungstheoretiker, Verschwörungstheorie, das ist ein Kampfbegriff. Die rechte Ecke-Truppe mit diesem Begriff, die haben Angst vor Krieg und sagen, die Medien in Deutschland trügen. Als Querdenker stehen sie da. Neue Töne von der neuen Friedensbewegung. Wie frei die Meinung ist, merkst du erst, wenn du deine geändert hast. Nicht mehr das nachbetest, was der staatseigene Sender sagt. Was du meinen und denken, das kommt live überm Sender machst. Auf welcher Seite du stehst und welchen Feind du als nächstes hast. Das alles schwarz, weiß, gut, böse. Sie wollen den Verstand verpesten zwischen den normalen Menschen. Hass und Kämpfe anzuzetteln. Was Massen checken, beginnt sich abzuwenden von transatlantisch vernetzten Propagandagazetten. Sie hetzen, denn sie haben Angst vor Menschen, die anders denken und das aussprechen, was sie denken. Sie anfangen, andere anzustecken, versucht sie abzudrängen, abzugrenzen, an die Wand zu stellen. Doch jetzt beginnt sich das Blatt zu wenden. Sag bye, bye, NATO-Presse, die auf Friedenstauben schießen und mit Euphorie und Euphemie formulieren für die Ziele der Eliten. So füllt ihr die Druckerpatronen mit dem Blut von unzähligen unschuldig Toten. Sie schießen Milliarden Kugeln. Begriffen in der Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Milliarden Kugeln. Feuer mit ganzen Stücken, denn die Kämpfer von damals, das sind heute die Aktivisten. Milliarden Kugeln. Mit Blut verschmierten Texten, ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Milliarden Kugeln. Versuch, mich zu treffen, meine Friedensdauer, Mord und Geschoss, sicher der Beste. Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. Journalisten im Dienste der Propaganda. Dann sind ja alle diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Presse. Diese vermehrt einseitige Berichterstattung. Das mit der Wahrheit. Die Medien schießen auf eine Friedensbewegung. Verhält sich nach dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner. Und heute? Sag mir, wo die Friedensbewegung ist. Ja! Diese Prostituierten fragen sich ernsthaft, wo hier denn eine Bewegung ist. Ist sich mal ein, setz für den Frieden. Ich helfe euch, denn es scheint am kurz Zeitgedächtnis zu liegen. Checkt die Archive, ihr macht die, die diese Kräfte beschießen. Vom Neffer, Fett bis zum ZDF und der Welt. Wir fördern den Texten, die Kriege mit dieser Einzelhaftlüse. Mit der Atlantikbrücke, Marschall, Pfand und Essen verschrieben. Mit Klaus, klebrige Nähe, das Umfeld, Engie und Frieden. Aber nein, ich bin kein Putin-Verehrer. Dort gibt es zu viel zu tun und genug, was nicht gut ist. Nur tut sie gerade jeder, es wären wir Super und Weber. Für die Russen ein Lehrer, aber fürs Boden wäre Schutz und auch Zuflucht kein Thema. Es geht das Blut an den Pepper, denn der neue kalte Krieg ist auch Produkt eurer Feder. Und ihr versucht das mit jeder Zeile die Meinung zu leiten. Dann reicht den meisten zu zeigen, verstehen ist scheiße und zeichnet ein Nuklear-Gegner. Sie schießen Milliarden Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen in der Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders kippen. Milliarden Kugeln, Feuer mit Anzustiften, denn die Ketzer von damals hatten heute die Aktivisten. Milliarden Kugeln, mit Blut verschmierten Jackson. Ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen, mich zu treffen. Meine Friedensdauer braucht einen Schuss, sicher am besten. Und allzu deutsche, antideutsche lesen, weiß und denken, weiß mit Landeswahn gegen Nationen. Was doch? Erlabern mit Bodytuch, sein Terroristen, nicht lernen aus unserer Geschichte. Hör gut, wer den Rassisten. Denn Verbrecher sind Verbrecher, ganz egal wer es ist. Es geht um Taten und nicht darum, welche Flagge man ist. Vor eurem Neolabel-Propaganda mach ich nicht mit. Ich sag die Wahrheit, ganz egal, ob ich das darf oder nicht. Sie schießen mediale Kugeln, Feuer mit Kampfbegriffen. In der Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften. Denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln, mit Blut verschmierten Texten, ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen mich zu treffen, meine Friedenstaube braucht heute Schutz, sichere Westen. Dankeschön. Wunderbar, danke Kevin. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ich weiß, ihr habt jetzt einen weiten Heimweg, ne? Fahrt ihr gleich im Anschluss los. Hoppala, fällt gleich runter. Ich habe jetzt hier noch eine reizende Familie. Und ich würde auch gerne nochmal wirklich alle Künstler, mich bei allen Künstlern wirklich bedanken, oder dass wir uns zusammen nochmal bei allen Künstlern bedanken, an die Bandbreite, an Kindesmoor, an Sabine, an Alexander, weil die fahren wirklich quer durch Deutschland und machen das alles hier ehrenamtlich. Ich habe ihn auch gerne gesehen. Ingo, wie weit bist du denn? Ich glaube, das wird meine drei. Okay. Die drei noch etwas runter hier. Mikro 3. Es koppelt über mein Mikro, glaube ich. Eins nach dem anderen, sagt er, glaube ich.
glaube, wenn wir es einmal richtig machen, ist für die Nachfolgenden etwas leichter. Doch, oder? Ja. Geht es euch denn soweit allen gut? Ja. Okay, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Geht es euch gut? Man muss nur noch mal fragen, immer noch mal nachfragen. Sie brillen. Na, du hast sie. Mir persönlich fehlt ab und zu ein bisschen was, ja, was Flüssiges. Und vorne rechts sehe ich was. Habt ihr denn genug zu trinken? So, da muss man natürlich mal nacharbeiten, ne? Das kann man lernen. Ingo, du kannst vielleicht einfach... Ingo, hörst du mich? Du kannst vielleicht einfach den Monitor noch mal deutlich leiser machen. Also ich komme aus Koblenz und habe den Zugang zur Friedensbewegung erst vor 2 Jahren gefunden über den Uwe Schattauer bei einer gemeinsamen Kundgebung. So, und seitdem verfolge ich eigentlich auch eure Aktivitäten mit Druzhba. Ich bin selbst im Osten Deutschlands aufgewachsen und insofern verbindet mich sowieso generell eine große Freundschaft zum russischen Volk. Wir haben in der Schule damals auch die russische Sprache gelernt, aber in 27 Jahren vergisst man, wenn man es nicht regelmäßig pflegt, leider ein bisschen diese Sprache. Aber das kann man nachholen und wieder auffrischen. Deshalb bin ich stolz, dass ihr euch aufmacht auf diesen langen und der ist wahrscheinlich auch nicht leicht beschwerlichen Weg, wenn man 3 Wochen vor sich hat, vielleicht die eine oder andere Autopanne, die ich natürlich niemandem wünsche. Ist das auch mit sehr viel Zeitaufwand, vielleicht wenig Schlaf verbunden, aber und wahrscheinlich auch mit viel Freude, mit witzigen, lustigen Menschen, mit großer Gastfreundschaft, denn das haben die Russen im Blut, das weiß ich, dass sie sehr gastfreundlich sind und uns in großen Teilen näher sind als manch anderes Volk auf dieser Erde. Insofern wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Reise. Genießt es. Schlaft ein bisschen, aber nicht zu viel. Und wir machen ein bisschen Jack, damit ich auch den Alex gut höre. Der Alex kommt aus Berlin. Und ich möchte kurz sagen, wir haben uns gestern erst kennengelernt. Das ist überraschend, ja? Es ist immer schwierig in einer Hochsaison und wenn ich mit Musikern arbeite und die haben selbst Kinder, dann sind die natürlich in der Ferienzeit in Rheinland-Pfalz auch unterwegs. Und insofern habe ich den Alex gefragt über einen guten Kollegen hier in Berlin. Der Alex ist kein unbeschriebenes Blatt. Er leitet hier in Berlin einen der größten Gospelchöre. Und du wohnst in der Nähe von Altbubo heißt. Altbubo, ja. Aber ich habe gestern mit ihm geprobt und ich war beseelt. Und ich weiß, wir werden noch mehrere Dinge zusammen machen. Diese Person vereint Talente in sich, nicht nur musikalisch, auch kreativ. Das ist eigentlich für eine Person zu viel. Aber heute begleitet er mich Gott sei Dank am Keyboard. Du kannst ruhig schon ein bisschen spielen. Und ich freue mich, dass er dabei ist. Alexander Riede. Kannst du kurz mal ins Mikro sprechen, damit man dich vielleicht hört? Der Techniker muss es ein bisschen abmixen. Ich habe die 3 hinbekommen, die Nummer 3. Ooh.
die Stimme hier oben ein bisschen lauter für mich haben. Das wäre nett. Jetzt geht es. Wunderbar. Dankeschön. Für mich reicht es, Malte. Die Gitarre, Stimme. Ja, hallo. Auf dem linken Monitor ein bisschen lauter machen und dann vielleicht auf dem rechten, also von uns gesehen rechts, von dir links. Auf dem könntest du es ein bisschen leiser machen, dass es nicht rückkuppelt, und auf dem anderen ein bisschen lauter. Ich glaube, das wird ein bisschen laut. Leg da einfach los, Mann. Ja. Akustik, Gitarre verstärkt, abzumischen ist immer schwierig. Koppelt schnell zurück. Ich glaube, wir haben ein bisschen Koppeln über mein Mikro. Das muss noch ein bisschen leiser, glaube ich. Die drei. Und du könntest von ganz wenigen, die das überlebt haben. Beifall bitte für den Oleg. Und der Oleg wird uns stellvertretend eine Ikone überreichen, einen Schutzpatron, damit wir alle in Frieden und sicher und gesund wieder nach Deutschland zurückkehren. Ich gebe mal das Mikrofon an den Oleg, er kann was sagen und der andere Oleg übersetzt. Уважаемые друзья, очень рад нашей встрече с вами. Liebe Damen und Herren, ich freue mich, dass wir uns hier getroffen haben. Я уже провожаю ваш второй автопробег и довольно рад тому, что ваш автопробег сегодня посетит 45 городов России. Oleg hat schon teilgenommen im letzten Jahr, im 2016, und er freut sich, dass er wieder ist hier und dass die Route liegt unter 45 Städten. Und ja. Я третий год нахожусь в Германии, в городе Берлине, и за это время приобрел довольно очень много друзей, и сегодня они здесь также принимают участие в том, что провожают автопробег в Россию. Ich bin schon hier seit 3 Jahren und habe viele Freunde hier. Und die sind auch hier und wir freuen uns auch auf diese schöne Reise von Berlin nach Russland. Und символическое название автопробега «Дружба», «Дружба Freundschaft» между двумя большими народами, которые имеют право на то, чтобы построить счастливое будущее в Европе и во всем мире. Sehr symbolisch heißt der Marschrut Druzhba, Freundschaft, und zwei große Völker wie deutsches Volk und russisches Volk haben alle Rechte, um Frieden in der ganzen Welt wiederzubauen, und wir machen das. И пускай эта икона бережет вас в пути, и как у нас у русских говорят, ни гвоздя, ни жезла вам. Wir wünschen, dass diese Ikone, die mit innen kommt, wird als Schutzpatronin,
und toi toi toi. Ja, so. Viel Spaß und den Motorradfahrern unter euch immer oben bleiben. Tri Djevushki, drei Damen aus Pskov. Ringo, hast du den Auto? Richtung Autos scheuchen. Also bitte, wer noch nicht da ist, sein Auto einsortieren. So, jetzt darfst du. Entschuldigung. So, und ich mache 26 Jahre lang schon Musik und ich habe über 250 Songs geschrieben in meinem Leben, aber immer nur auf Englisch oder Französisch oder Spanisch. Und dieses Jahr habe ich das erste Mal einen Song auf Deutsch geschrieben. Und zwar aus dem Grund, dass ich gemerkt habe, dass die Friedensszene, die Friedensbewegung sich öfter mal streitet wegen Kleinigkeiten. Und dann habe ich gedacht, nee, also das kannst du so nicht stehen lassen, weil warum sollten wir uns streiten? Es gibt gar keine Gründe dafür. Und das Lied heißt, was ist geschehen? I am ready, Mr. Tonmann, Ingo. Was ist geschehen? Was ist mit uns allen geschehen? Kommst du klar, Ingo? Das ist die Nummer 1. Ich mach grad live. Auf der Friedensfahrt. Ah ja. Ja, ja, live, live. Kannst du die Musik lauter machen? No. Bei dir. Wusstest du, wo du herkommst? Oder war es so wie bei mir? Ich war so klein und liebte alles. Jeden Menschen, jedes Tier. Sag ich dir, was ist geschehen, was ist denn los? Wissen wir nicht, wer wir sind? Hören wir nicht alle zusammen? Wir sitzen doch im selben Boot. Was ist passiert, sind wir gefangen? Wissen wir nicht, wie man weint? Wo ist die Liebe hingegangen? Wir waren mit der Welt vereint.
Wie viel Zeit bleibt uns noch übrig, um nicht alles zu zerstören? Warum sind wir so unglücklich und können unsere eigenen Schreie nicht mehr? Was ist denn los? Wissen wir nicht, wer wir sind? Gehören wir nicht alle zusammen? Wir sitzen doch im selben Boot. Schau zurück in deine Kindheit. Weißt du noch, es ist so leicht. Du und ich, wir wissen's beide. Nur die Liebe in diesem Leben macht uns frei. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Ja, also das war das erste deutsche Lied, das ich in meinem ganzen Leben geschrieben habe. Weil mir einfach klar war, dass wir alle zusammengehören. Und wenn man sich in der Friedensbewegung streitet, dann stimmt was nicht, von vornherein nicht. Wegen Kleinigkeiten sollten wir uns nicht streiten. Wir sollten im Konsens sein und die kleinen Dinge, die uns verbinden, viel größer machen und sagen, ja, das haben wir gemeinsam. Und das macht ihr auch heute. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und jetzt singe ich ein ganz altes Lied, weil es soll ja auch eine Veränderung stattfinden. Und das heißt, a change is gonna come. Nummer zwei, Ingo. I was born by the river in a little town. Oh yes, like the river. I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change's gonna come. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there. Telling
war die wunderbare Paula Piquet. Ihr könnt die Kamera so rumdrehen, damit man die Leute auch mal sieht, ne? So, also ich mache, glaube ich, noch einen Song. Eigentlich wollte ich Imagine singen mit euch zusammen. Ja, ja, ja. Singt ihr mit mir mit, oder? Ja, na logisch. Ja, aber ich singe das Lied eigentlich selten, aber ich dachte, heute ist der richtige Moment, um Imagine zu singen. Okay, wenn ihr mitmacht, Moment, ich muss gucken. Imagine ist Nummer 5, Ingo. Und es würde mich freuen, wenn ihr mitsingt. I am ready. Number 5. Imagine. Ja, also ich habe viele, viele Freundschaften in Russland. Heute habe ich... Ah, jetzt. Genau. Peace! Unity! Möge der Frieden mit uns allen sein. Imagine all is no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us on the sky. Die Musik lauter. Imagine all the people living for today. Noch eine Weile hier heute Abend. Ich bin noch hier. Wir sind bis 20 Uhr, dürfen wir hier noch machen. Also oh, wir müssen bloß sehen, dass wir alle Teilnehmer langsam in die Puschen kriegen. Also, gute Fahrt alle! Darum kommt jetzt nochmal Rainer Rotfuß hier drauf. Hallo. Hallo. Test, Test. So, jetzt geht's langsam ans wirkliche Losfahren. Also ich bitte alle Teilnehmer... Hallo, so hört man besser, gell? Ich würde jetzt alle Teilnehmer der Friedensfahrt bitten, während das Programm natürlich weitergeht hier auf der Bühne, hier drüben an dieser rot-weißen Wand da neben diesem Schirm vorbeizugehen. Und jeder nimmt bitte in sein Auto ungefähr so einen Stapel russische Friedensfahrtflyer mit.
Und die restlichen werden wir in den Bus reinpacken. Das ist unsere Art und Weise, wie wir die russischen Menschen auch erreichen können, selbst wenn wir kein Russisch sprechen sollten, dass einfach die Botschaft auch ankommt. Also jeder soll immer Flyer dabei haben, wenn wir in den Städten auch unterwegs sind, um das an Passanten verteilen zu können. Und von unserem Friedensfreund, der nicht mehr mitfahren kann, weil er gestorben ist. Seine Ehefrau bittet jeder Mitfahrer, ein Foto von ihrem Ehemann mitzunehmen, sozusagen die Fahrt mitmachen. Genau, das ist auch ein schönes Signal natürlich, dass der Friedenswunsch von diesem Freund noch mitgetragen wird von uns. Also, geht bitte da drüben vorbei, nehmt euch einen schönen Stapel russische Flyer mit. Und alle Gäste, die hier bleiben, dürfen sich bitte auch einfach einen kleinen oder etwas größeren Stapel deutsche Flyer mitnehmen. Und die dürft ihr gerne einfach verteilen im Freundeskreis oder im Bioladen auslegen oder an der Bushaltestelle liegen lassen oder was auch immer, dass einfach die Botschaft auch noch ein bisschen weiter verbreitet wird. Wer noch Interesse hat, wir haben noch ein paar Reiseinfos auf dem weißen Tisch liegen. Ihr könnt euch gerne bedienen über St. Petersburg, Pskov. Das sind die einzelnen Städte, die wir befahren sozusagen. Also gerne bedienen. Genau. Und dann haben wir folgenden Plan. Wir gehen jetzt dann zu den Autos, wenn ihr euch alle die Flyer mitgenommen habt. Und werden uns in den Fahrzeugen sammeln. Und dabei wird für uns jetzt, wir kennen jetzt. Und ja, jetzt bitte ich euch langsam auf die Autos aufzusatteln. Es geht los, der Konvoi fährt hoffentlich bald los. Die Polizei ist schon ganz ungeduldig. Ja, und wir haben hier eine Dame, die kommt extra von der Nordsee, richtig? Von der Küste? Fischkopf, okay. Okay, das sagt sie selber. Ich will extra noch was vortragen, weil sie selber nicht mitfahren kann. Bitteschön.
Mein Name ist Antje Marozova und ich wäre sehr gerne mitgefahren, aber kann dieses Jahr aus gesundheitlichen Gründen nicht mitfahren, dafür nächstes Jahr. Aber ich möchte jetzt noch ein Gedicht von George Bernard Shaw mit euch auf den Weg geben, allgemein zum Nachdenken. Und es ist in deutscher Sprache und ich bitte kurz um Aufmerksamkeit. George Bernard Shaw. Dies ist die wahre Freude im Leben, gebraucht zu werden für einen Zweck, den du selbst als einen machtvollen erkennst. Eine Kraft der Natur zu sein, anstelle eines fiebrigen, selbstsüchtigen, kleinen Bündels von Unpässlichkeiten und Beschwerden. Sich zu klagen, dass die Welt nicht einfach ist, nicht dem Zweck verschrieben ist, dich glücklich zu machen. Ich bin der Meinung, dass mein Leben der gesamten Menschheit gehört. Musst du selber auf und dass es mein Privileg ist, solange ich lebe, für sie zu tun, was immer ich tun kann. Oh ja, denn je mehr ich mich eingebe, was ist jetzt passiert? Das steht im Zeitvideo. Machen, weil wir immer von Werten reden. Ich glaube, dieses Zitat muss man übersetzen ins Neudeutsch, und zwar, du sollst dir kein Feindbild machen. Das ist der Punkt, für das auch diese Stadt steht. Ich meine, ich bin kurz nach Mauerfall nach Berlin gezogen, und Berlin war ja der ewige Frontstadt, aber dass wir hier so vereint im gesamten Berlin stehen können, haben wir auch den Russen zu verdanken. Und dafür ein riesen Applaus, es hätte anders laufen können. Und ich bin ja zu jung, um den Zweiten Weltkrieg in den Knochen zu haben, aber wenn ich etwas von meinem Großvater gelernt habe, dann, dass ein Slogan gilt, und zwar für alle Zeiten, nie wieder Krieg. Und dass man sich die Frage stellen lassen muss in einem Land, in einer Demokratie, warum man auf eine Friedensfahrt geht, auf eine Friedensdemonstration geht, dass man sich da die Frage stellen lassen muss, das sagt sehr, sehr viel über dieses Land. Und es könnte auch egal sein, wohin diese Fahrt geht, also es spielt keine Rolle, ob es eine Friedensfahrt nach Russland ist oder nach Polen. Von Deutschland aus sollten Fahrten immer nur Friedensfahrten sein. Es ist ganz einfach. Jede Fahrt mit einem Konvoi sollte eine Friedensfahrt sein. Dass dann darüber nicht geschrieben wird, aber über bewaffnete Friedensfahrten der NATO in irgendwelche Kriegsgebiete, um dort dann Menschenrechte, ihr wisst, was ich meine, zu sichern, das sagt ja alles. Und dass hier so viele Leute sind, aber nicht noch mehr sind, hat damit zu tun, dass dieses Thema Frieden in den Massenmedien natürlich nicht vorkommt. Ihr wisst, ihr habt die Bilder gesehen vom G20, wenn wir hier gegen etwas wären, wären mehr Leute da. Wir sind aber für etwas, das interessiert nicht so viele. Und das ist etwas, was man sich, die Frage, die man sich selber auch stellen lassen, selber stellen muss. Die Friedensfahrt ist ja auch ein Symbol. Natürlich, das habe ich gelernt, kommt es für mich und meine Kinder niemals in Frage, auf Geheiß der Regierung in ein Land zu fahren, um dort dann auf Leute zu schießen, die laut der Regierung die Falschen sind. Ich erkenne in keinem Menschen einen Feind oder jemand Falschen, sondern nur einen Gegenentwurf. Auch nicht gegen eine Alternative zu mir, ein anderer Mensch. Kein Mensch auf diesem Planeten ist falsch und kein Mensch auf diesem Planeten ist ein Feind. Und wenn eine Regierung das erzählt, pauschal, dann lügt die Regierung. Ganz einfach. Und dass die Regierung lügt, nicht nur diese, sondern alle Regierungen, das muss ich euch nicht erklären. Und wir haben einen riesen Grund in Deutschland. Wir haben nämlich Menschen, die sagen, das kommt mir alles unglaublich bekannt vor. Das sind die 16 Millionen ehemaligen DDR-Bürger, die für mich extrem wachsam sind, weil das kommt ihnen bekannt vor. Ich höre das ganz oft von ehemaligen DDR-Bürgern, was bei euch, also bei uns in der Presse, das kenne ich. Bei uns war das auch so, dass man auf dich zeigt, wo gehst du dahin, ihr seid kritisch, das kenne ich. Das ist ein Lackmustest für uns Deutsche, weil wir sind jetzt selbstverantwortlich für uns und wir haben im Moment das Problem mit Angela Merkel, dass Angela Merkel nicht mehr geführt wird durch den amerikanischen Präsidenten. Der führt nicht in den nächsten großen Krieg, jedenfalls sehr widerwillig, und deswegen ist sie ein bisschen sauer. Und das ist unsere Chance, dass die Eliten da oben im Moment verstritten sind, weil dann können wir hier Mobil machen für den Frieden. Das können wir machen. Und weil ich ja auch Mitglied der Friedensbewegung bin, ja, und zwar der Friedensbewegung, ich kenne keine neue oder alte, der Frieden findet in der Gegenwart und in der Zukunft statt, damit ist er immer neu natürlich,
Aber weil ich Mitglied dieser Friedensbewegung bin, fange ich auch bei mir an. Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, natürlich bin ich gegen Krieg. Die, die für Krieg sind, das kann man erkennen, sind nie diejenigen, die mitgehen. Das könnt ihr feststellen. Jemand, der sagt, ein Krieg ist unvermeidbar, alternativlos, geht selbst nie mit und auch seine Kinder gehen nie in den Krieg. Nur wir gehen in den Krieg. Unsere Kinder gehen in den Krieg. Das ist ein Trick. Wenn ihr in den Krieg geht, weil euch die da oben hinschicken, dann wird man euch los, dann seid ihr so dumm, dass ihr es nicht besser verdient habt. Bleibt hier in eurer Heimat und macht hier einen Friedensdienst. Und wenn ihr irgendwo hinfahrt, nach Moskau, von mir auch nach Teheran, Tel Aviv, wo ihr wollt, dann als Friedensaktivisten. Als Friedensaktivisten. Und das lerne ich aus der deutschen Geschichte. Ich habe aus der deutschen Geschichte in meiner Schule gelernt, dass das größte Dilemma immer ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und das erleben wir ja jetzt dauerhaft. Wir haben ja nicht nur Putin und alle Russen gegen uns, sondern auch Trump und alle Amerikaner sind blöd. Erdogan und alle Türken sind blöd. Ich kenne die Einzelperson nicht, aber ich kenne vor allem nicht die Russen. Ich kenne nicht die Türken, die Amerikaner, die Griechen, die kenne ich nicht. Aber in unseren Medien steht drin, dass die faul sind, ignorant, die sind alle blöd. Das ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und wir haben gelernt, dass wenn das jemand tut, dass wir dagegen aufstehen sollen, was wir ja auch tun, noch zu wenige. Es ist natürlich gefährlich, Recht zu haben, wenn die Regierung falsch liegt. Aber die Regierung liegt natürlich falsch. Die Regierung bereitet einen Boden für einen zukünftigen Krieg, was ein Ressourcenkrieg ist, weil sie verdrängt, dass nach dem Dritten Weltkrieg einfach Feierabend ist. Es ist ja eine Illusion zu glauben, da brauchst du gar keine Atomwaffen, dass bei der heutigen wirtschaftlichen Leistung dieses Landes es nicht reicht, mit konventionellen Waffen dieses Land platt zu machen. Dann ist einfach Feierabend. Und ich wundere mich darüber, dass man sich auch in seiner Nachbarschaft immer dafür verteidigen muss, dass man gegen Krieg gegen Russland ist. Ich meine, wer ist denn dafür? Entschuldigung, Ken. Wir müssen um 16:30 alle in den Autos sitzen und abfahren, sonst fährt die Polizeieskorte weg. Also jetzt etwas zügig. Alle Mitfahrer in die Autos. Bitte beeilen. 16:30 sagte der Polizeichef, fährt die Eskorte weg. Bitte jetzt in die Autos. Ken kann weiterreden. Oh, ich rede jetzt noch schneller. Ja. Wir können bis 20 Uhr machen. Was ich sagen möchte, man muss auch diese Friedensfahrt als ein Symbol für sich selber erkennen, dass man mich sagt, okay, man ist für Frieden, man ist natürlich gegen Krieg, das ist klar, aber was hat das mit dem eigenen Leben zu tun? Ist die Art, wie man lebt, vielleicht kriegerisch? Ja, ist man gegen seine Frau, gegen seine Kinder, hat man die Wut im Bauch? Womit hat das zu tun? Und natürlich ist das schwierig, sein Leben zu ändern, weil das muss man ja dann immer machen. Aber das ist in diesem kapitalistischen System so ein bisschen wie mit Droge. Wenn man aufhört mit Rauchen, dann hört man nicht am Wochenende auf, dann hört man komplett auf. Und wie macht man das? Das weiß ich nicht, kann ich pauschal beantworten. Es ist schwierig, aber es ist möglich. Ja? Man sollte sich die Frage stellen, lebt man schon energieautark? Von wo kommen die Lebensmittel, die man hat? Man sollte Nachbarschaft herstellen. Und was unsere Chance ist bei der Friedensbewegung, ist, dass wir erkennen, dass wir im Moment so wenige sind, so schwach sind, weil wir sind ja schwach, hat damit zu tun, dass wir in der Friedensbewegung nicht zusammenarbeiten. Wir müssen zusammenarbeiten. Wenn wir genauso zusammenarbeiten, genauso ein Netzwerk bilden, wie das die Kriegsindustrie macht, dann werden wir morgen weiter. Und das ist mein Appell an euch. Ja? Hey! Jeder, der von Krieg betroffen ist, ist ein Friedensaktivist. Die Frage ist, wie aktiv er ist. Ja? Man kann nach Rammstein fahren, man kann nach Moskau fahren, man kann nach Stettin fahren, aber wenn man dann zurückkommt und genauso lebt, wie man vorher gelebt hat, dann ist nichts getan. Man kann beides tun. Aber im Grunde ist es noch aktiver, wenn man sagt, okay, ich habe das jetzt verstanden mit der zweiten Russlandfahrt. Das heißt, man kann die erste überleben. Wunderbar. Ja? Auch wenn es da Rufmord gibt, man kann die zweite antreten. Das ist ein Riesenapplaus. Die zweite gibt es, Freunde. Aber was ändere ich an meinem Leben? Und was wir hier tun, das wird immer so rausgestellt, ja, so speziell, ihr findet super mit dem Frieden, aber ihr seid für die falschen Leute. Gibt es falsche Menschen auf diesem Planeten? Wir sind nicht für russische Bürger, wir sind für Menschen. Ich lasse mir noch nicht den Personalausweis von jemandem zeigen, bevor ich entscheide, ob ich ihn angreife. Das ist doch Quatsch, ja? Aber dass wir uns die Frage stellen, wie wollen wir, was wir hier tun, das ist ja im Grunde nichts anderes als Nachbarschaft herstellen. Wir stellen Nachbarschaft her. Man muss sich die Frage stellen, warum man sich dafür verteidigen muss, dass man Nachbarschaft herstellt. Ich habe mit unserer kleinen Firma auch Nachbarschaft nach Griechenland hergestellt und helfe auch dort mit euch. Ja, ich stelle Nachbarschaft her. Das ist nämlich das Wort Solidarität, dafür steht es nämlich. Und wir sollten auch in diesem Land Nachbarschaft herstellen mit den Hartz-IV-Empfängern, die auch als Feindbild verkauft werden, Leute, die nicht arbeiten wollen, weil sie nicht können. Das ist ein Krieg im System, den wir haben. Und viele, die jetzt gegen Putin, gegen Russland sind, ja, oder gegen Trump oder Erdogan, sind Leute, die die Faust in der Tasche haben aufgrund ihrer prekären Situation. Man muss auch die Psychologie der Menschen verstehen. Und man muss verstehen, dass die, die uns lenken, die sehr wohl verstehen und die gegen uns einsetzen. Das muss man verstehen. Mausfeld hat es beschrieben. Die sozialen Forschungen,
wissen, sind finanziert von Eliten und sie wissen viel mehr über uns als wir selber. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir erstmal eine Grundlagenbildung erstmal hinbekommen. Ich merke das ja schon auch bei vielen Linken, ja, dass sie nicht mehr genau wissen, wer Karl Marx ist oder Rosa Luxemburg, die halten das für DJs. Habe ich alles erlebt? Ja, das ist auch, wir begegnen uns untereinander vollkommen undifferenziert. Ja, man kann nicht alles über einen Kamm stellen, das ist mir klar, aber es gibt einen gemeinsamen Nenner. Wir begegnen uns auf diesem Planeten und wenn wir als Deutsche irgendwo hingehen, wir begegnen uns friedlich. Was ist daran so kompliziert? Ja, wir begegnen uns unbewaffnet, wenn wir irgendwo rausgehen. Deutsche haben immer noch ein gutes Image, erstaunlicherweise sogar in Middle East haben Deutsche immer noch ein gutes Image. Und wenn ich rumfahre, ich fahre viel rum, höre ich immer, ich weiß, dass das nicht ihr seid, das ist eure Regierung. Und wir müssen uns die Frage stellen, gerade im Superwahljahr 2017, wie lange wir uns eine solche Regierung, eine Regierung überhaupt noch gefallen lassen? Gar nicht mehr, Freunde. Weil egal, wen ihr wählt, ob sie halbgrün, olivgrün, NATO-Black sind, ja, oder FDP zurückkommt oder Schulz-Effekt, hier kommt ein Lacher-Schulz-Effekt, es spielt keine Rolle. Schulz, ja, ihr könnt das vergessen, das sind Alternativen, die aber im System bleiben. Wir sind auf einer Titanic, das wisst ihr ganz genau. Und alles, was wir heute noch machen können, ist, wir können die Aufschlaggeschwindigkeit auf den Eisberg noch ein bisschen reduzieren. Aber er wird stattfinden. Und die Feinde, unsere Kinder, sind bereits unter Deck. Das muss uns klar sein. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, wenn die Eliten, wenn die Regierungen, wenn die Konzerne, die die Eliten stellen, wie die den Kurswechsel nicht hinbekommen, dann müssen wir den hinbekommen. Das ist ein Anfang. Weil Frieden bedeutet auch nicht nur nach Russland zu fahren, Frieden bedeutet auch ein anderes Wirtschaftssystem. Ein anderes Wirtschaftssystem. Ja, weil dieses Wirtschaftssystem bedeutet Krieg. Ja? Die Frage, die der Kapitalismus ja nicht beantworten kann, ist, wenn jeder alles hat, die achte Waschmaschine, den fünften Porsche vor der Tür und endlich angekommen ist im totalen Kapitalismus, dass er alles hat, was macht er denn dann noch mit seinem Leben? Das können die meisten Leute gar nicht beantworten. Ja? Meistens haben sie eine Krise. Und das ist ja mein Wunsch. Ich würde ja jedem Menschen auf diesem Planeten eine gedeckte Kreditkarte geben. Jeder kriegt von mir eine vollkommen für immer gedeckte Kreditkarte und dann rufe ich ein Taxi in freien Urlaub. Es kommt aber kein Taxi, dann auch eine Kreditkarte. Niemand müsste mehr arbeiten. Wenn niemand mehr arbeiten müsste, müssen alle zusammenarbeiten. Und das ist genau der Punkt. Dass wir arbeiten, wie wir arbeiten und wie wir uns begegnen, hat immer damit zu tun, dass die einen viel Geld haben und die anderen nicht. Wir gucken auf den Kassierer herab, der sitzt auch nur deswegen, weil er dort arbeiten muss. Wer hat denn einen Beruf, der von Berufung kommt? Ich kann das von mir behaupten, aber ich bin der Seltener, das weiß ich. Damit müssen wir anfangen, dass Menschen wieder einen Beruf lernen. Da müssen wir rein ins Bildungssystem. Fragt doch mal die Lehrer, ob das ihr Traumberuf ist. Das ist oft ein Albtraum. Die haben kein Geld in Deutschland oder kein Geld in Berlin für die Schulen und geben jeden fucking Tag 400.000 Euro für einen Flughafen aus, der nie fertig wird. Und sparen 100 Millionen Euro und Milliarden, oder? Und das lassen wir uns gefallen. Deswegen, ich finde das super mit dem G20, aber diese Menschen sollte ich mal von dem Flughafen treffen. Wir lassen uns in dieser Demokratie viel zu viel gefallen, weil wir lancieren. Die neue Partei, der neue Kopf, der wird es schon richten. Der wird gar nichts richten. Was kann ich denn machen? Du kannst dein Leben umstellen, du kannst deine Nachbarn in solche Diskussionen verwickeln, das wird aber dann anstrengend. Du musst nicht nach Russland fahren. Aber du musst dein Leben ändern. Lass doch mal deine Plastiktüte im Kopf, lass sie doch einfach mal weg. Und wenn du das nicht alleine kannst, dann stell in deinem Umfeld Nachbarschaft her. Wer Kinder hat, gibt es Menschen, die hier Kinder haben? Kennt das noch jemand? Ich sage immer, Kinder sind die selbstgewählte Besatzungsmacht. Ich muss dich noch mal kurz unterbrechen. Bitte alle in die Autos. Alle in die Autos. Wir kriegen Ärger mit der Polizei. Genau. Die fahren ohne uns weg. Ihr wollt doch keinen Ärger mit der Polizei, oder? Nein, die sind Freunde. Niemals. Nein, was ich sagen möchte, ist, man sich die Frage stellt, okay, wie kann ich mein Leben ändern? Und das sind kleine Schritte. Es ist nicht der große, hier, Popper hat das gesagt, damals zu Helmut Schmidt. Politik ist nicht der große Wurf. Politik sind die vielen kleinen Schritte, weil ich immer höre, man kann eh nichts machen, da ändert sich eh nichts. Solange du keinen kleinen Schritt gehst, wird es auch kein langer Weg. Aber es ist ein langer Weg. Der Weg in eine andere Gesellschaft, in eine nicht-kapitalistische Gesellschaft, in eine friedliche Gesellschaft, in eine Gesellschaft, in der etwas vor allem da ist, ein fairer Verteilungsschlüssel, nur darum geht es. Eine solche Gesellschaft könnte übermorgen sein. Die könnte übermorgen sein, aber nicht, wenn dieselben Nasen wählt, die dafür sorgen, dass sie nicht kommt. Die Politik sorgt dafür, dass alles so bleibt, okay? Dass ihr in der Titanic noch die Kabine oben etwas lila streicht, aber der Kurs ist derselbe. Vergesst das. Von daher sind wir in glorreichen Zeiten, weil das Leute überhaupt hier stehen. Womit hat das zu tun? Weil sie über die alternativen Medien davon erfahren haben. Was sind alternative Medien? Das Flugblatt der Weißen Rose sind alternative Medien. Die Weiße Rose hat diese Flugblätter nicht dem Stürmer vorgelegt, sagt, druck das mal ab.
Das haben die illegal in das Volk gebracht. Auf die wird verwiesen, das sind die Vorbilder. Aber wenn wir hier alternative Vorbilder sind, dann sind wir der Feind. Wir sind absolut richtig auf einer Friedensfahrt. Ja. Und wir sollten uns diejenigen angucken, die Probleme mit uns haben. Ja? Das heißt, man kann das auch als, ja, als einen Ritterschlag betrachten. Ja? Wenn die Typen zu dir sagen, du bist aber gefährlich. Wenn der Spiegel über dich schreibt, dass du gefährlich bist, der Stern, die Süddeutsche, ja, die Welt, die N24, wenn die das alles machen, wenn sie einen Splitscreen machen zwischen Philharmonie und randalierenden Menschen, ja, auf der Straße in Hamburg, wenn diese Montage stattfindet, dann habt ihr euch vorgeführt. 76.000 Menschen in Hamburg haben friedlich demonstriert. Yes! Freunde, und es gab natürlich eine Menge Verstrahlte, aber das war die Minderzahl. Das war die Minderzahl. Nur die, die in Hamburg waren, ja, die waren gegen diese Regierungen. Aber setzen Sie das, wogegen Sie sind, setzen Sie das auch in Ihrem Leben um, da habe ich meine Zweifel. Die da oben sollen was ändern, aber ich möchte so bleiben. Das funktioniert nicht. Ich kann euch da kein Patentrezept geben, ja? Macht doch mal vor, kann ich nicht. Ich kann nur versuchen, in meinem Kreis anders zu sein. Und es ist ein Prozess und ich weiß, das schöne Leben macht auch Spaß. Sich zu ändern ist ein Riesenproblem. Man kennt es, wenn man verheiratet ist. Ist ein Riesenproblem, ja? Aber man sollte eine Analyse machen, wenn es nicht läuft, warum es nicht läuft. Man sollte eine ehrliche Analyse machen. Und ich sage euch, wir können nur noch qualitativ wachsen. Es ist ein Riesenirrtum zu glauben, wir machen das alles auf Green. Wir holzen jetzt den Wald ab und bauen dort dann Ökohäuser. Das ist Quatsch. Und wir helfen auch nicht Flüchtlingen, ja, indem wir sie im Mittelmeer ersaufen lassen und die Bilder weglassen, oder aber indem wir nur 1% nehmen. Wir helfen Flüchtlingen, indem wir dafür sorgen, dass Flucht gar nicht erst entsteht. Richtig, keine Kriege! Das ist das. Das heißt, wir sollten natürlich so viele Flüchtlinge wie möglich nehmen, aber damit helfen wir denen nicht. Es werden so viele Flüchtlinge durch unser Wirtschaftssystem produziert, die kann niemand aufnehmen. Okay? Es ist also ein Riesen. Ich bin auch für Refugees Welcome, aber ich bin gegen die, die die Refugees erzeugen. Das muss man auch mal sagen. Hey! Ja? Flucht hat doch auch Ursachen. Wir reden immer nur über die Flüchtlinge, wir reden über die Verstreiten, die Flüchtlinge nicht haben wollen. Aber wir reden nicht über die, die die Flucht ermöglichen. Wir reden nicht über die, die die Flucht überhaupt erstellen. Das ist auch die deutsche Rüstungsindustrie, Freunde. Wir sind schon wieder auf Platz 3 oder 4. Hallo! Ich sag das nochmal, wir in Deutschland mit dem Zweiten Weltkrieg in Berlin sind schon wieder der dritte oder viertgrößte Rüstungsexporteur der Welt. Das ist das Letzte! Dr. Oetker auch, ja, nicht nur Backpulver, auch Schießpulver. Und solange ihr euch das gefallen lasst, solange ihr müsst den Leuten aus der Rüstungsindustrie aus den Jobs raushelfen. Es reicht nicht zu sagen, ich bin gegen Heckler und Koch. Es gibt Leute, die dort arbeiten müssen. Und für diese Menschen brauchen wir eine Alternative. Wer wird die entwickeln? Die Rüstungsindustrie? Nein, wir, die Friedensbewegung. Wir, die Friedensbewegung, ja? Und ich möchte nur darauf hinweisen, wenn jemand sagt, was soll ich denn machen? Ich bin eine Frau aus X und Backbrot. Ich sage nur, Dolos Germani, Sergej Filber, ein Mann, der Kaffeemaschinen vertreibt, ja, ist die deutsche Stimme von allen deutschen Inhalten in Russland und hat allein bei KFM 300 Millionen Klicks in Russland. Der Mann verkauft Kaffeemaschinen und in seiner Kernfreizeit abends übersetzt er die Texte. Das kann man machen, Freunde! Das ist nicht der Spiegel oder die Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist der Mann, der abends nach Hause kommt, während er tagsüber Kaffeemaschinen in Baden-Württemberg gewartet hat. Ein Kaffeemaschineninstallateur macht das. Ein Kaffeemaschineninstallateur ist die deutsche Stimme in Russland. Wozu zahlt ihr eigentlich GZ-Gebühren? 8 Milliarden. Die Frage müsst ihr euch stellen, ja? Aber ich wollte ja friedlich bleiben. Friedensarbeit, ja? Friedensarbeit macht Spaß. Ich bin auch nicht aggressiv, ich bin dynamisch wie ein italienischer Sportreporter. Friedensarbeit, Freunde. Macht Spaß. Und wenn jemand glaubt, ja, von der Rüstungsindustrie und der angeschlossenen Konzernpresse, dass er uns wegbekommt, indem er schlecht über uns schreibt, überhaupt nicht. Das spornt uns an, wir kommen zum dritten Mal. Genau. Und das ist auch mein Appell, weil wir gerade das Pax Terra hinter uns haben. Da waren zu wenig Menschen. Ihr müsst dann auch da hinkommen. Ihr müsst auch die Alternativen, die wir euch bieten bei Die Macher, ihr müsst auch das mal anklicken, euch damit mal beschäftigen. Ja, da muss man nachdenken, eigene Gedanken entwickeln, Gegenentwürfe, widersprechen, alles in Ordnung. Wir als Gesellschaft mit einem Mediensystem, was nicht mehr das Monopol ist, das ist ja die Chance. Wir als globale Gesellschaft, ja, die wir uns eben auch im Widerstand globalisieren, aber auch im Fürwir sind globalisieren. Wir sind gesellschaftlich in der Pubertät. Ist euch das klar? Wir ziehen als Menschheit aus. Das ist das, was wir tun. Und unsere Eliten wollen das auch übermorgen noch die politische Wäsche rauslegen. Sieht doch das nicht an. Ja? Wer mit 50 noch zu Hause wohnt bei Mutti, da stimmt doch was nicht. Das ist der Punkt. Zieht aus diesem Haus. Macht euer eigenes Leben. Und das könnt ihr. Und wenn ihr sagt, dazu muss man ja mutig sein, das habe ich ja gar nicht gelernt. Wer hat vorher einen Kurs besucht, als er sich hat hier auf diese Welt bringen lassen als Kind? Freunde.
Freunde, ihr wart so mutig, dass ihr erschienen seid, ohne irgendetwas zu können. Ihr konntet nicht laufen, nicht richtig gucken, nicht sprechen, ihr habt es geschafft. Jetzt seid ihr so alt geworden, jetzt macht ein bisschen Friedensarbeit, oder? Freunde, und was kann euch passieren? Dass der Nachbar möglicherweise schlecht überspricht, ja? Der besser informierte möglicherweise schlecht über euch spricht, aber das tut er am Ende gar nicht. Ihr werdet feststellen, ihr malt euch aus, wenn ihr auf eine Friedensfahrt geht oder wenn ihr zur Friedensinitiative geht oder wenn ihr nach Rammstein geht, was die Leute dann über euch sagen. Die Leute, die sagen gar nichts, die gucken weiter, wenn das jetzt nicht mehr Champions oder Gamer. Aber wenn ihr denkt, euer Nachbar würde irgendetwas Schlechtes über euch denken, wenn ihr Friedensaktivist seid, dann probiert das doch mal aus. Geht da mal rüber zu dem Nachbarn und sagt, kommen Sie mit nach Rammstein. Versucht das doch mal. Und ihr müsst es geschickt anstellen. Niemand ist für Krieg. Ihr müsst gar nicht gegen Rammstein sein, aber niemand ist für Krieg. Und damit können wir mal Rammstein besuchen. Weil es einfach absurd zu sagen, ja, also das geht mich alles gar nichts an, die da im Mittleren Osten machen irgendwas. Und wir in Deutschland sind diejenigen, die unsere Airbase an die Amerikaner verbieten. Man könnte das ja kündigen. Ja, warum machen wir denn da nicht wie bei der Homo-Ehe mal eine Gewissensentscheidung? Das wäre doch mal super. Eine Gewissensentscheidung bei Rüstungsexport. Das wäre super, oder? Ich habe mich gefragt, wie das super mit der Homo-Ehe. Da wirst du eine Gewissens... Aber warum keine Gewissensentscheidung zum es gibt ja auch ein Mindesteinkommen, ein Mindestlohn. Gibt es ja darüber. Können wir uns einen Mindestlohn leisten? Können wir uns einen Maximallohn noch leisten? Das ist doch die Frage. Ja? Wenn man über einen Mindestlohn redet, warum reden wir nicht über einen Maximallohn? Ja, so viel Maximal darf man höchstens, mehr, weniger darf man nicht bekommen, sonst ist er gleich tot. Warum gibt es keine Begrenzung, wie viel man Geld verdienen kann? Geld bedeutet Macht und ab einer gewissen Summe können Menschen, jeder Mensch, damit nicht umgehen. Das sollten wir deckeln, um diese Menschen vor sich selbst zu schützen. Sehr gut. Sind das jetzt marxistische Forderungen, antikapitalistische Forderungen? Ich weiß das nicht. Ich bin nicht Mitglied in einem dieser Vereine. Das ist mir auch ziemlich egal. Ja? Ich weiß, sind antifaschistische Forderungen. Aber wer ist denn für Faschismus? Wer ist denn für Faschismus? Ja? Und das ist genau der Punkt. Wenn wir nicht aufhören, uns wie politische Hooligans zu behandeln, indem wir nur auf ein Event gehen, nicht wegen des Spiels, sondern um gegen den anderen zu sein, wird das nichts. Und Fußball, Freunde, ja, als Symbol, Fußball bedeutet Fair Play. Wenn wir in der NATO agieren würden wie im Fußball, dann wären die meisten Länder wären raus, ja. Und die Amerikaner wären auf jeden Fall raus, aber die Deutschen wären eben auch raus. Das Ziel muss sein, dass wir uns gegenseitig in einem Fair Play-Spiel begegnen. Das ist die Friedensbewegung. Und wer von sich, ja, kann behaupten, dass er so agiert wie die NATO im privaten Bereich? Erstmal irgendwo eindrücken, irgendwo reinschlagen, sagen, das ist Hilfe. Wer kann das von sich behaupten? Warum akzeptieren wir das bei uns, bei der deutschen Rüstungsindustrie? Warum akzeptieren wir das bei der NATO? Warum akzeptieren wir das? Und ihr könnt es erleben, wir haben überall eine Zentralisierung. Wir haben eine Zentralwährung, wir haben eine Zentraleuropa in Brüssel, wir haben überall Zentren. Wir haben keine Transparenz und deswegen müssen wir raus aus dieser Zentralisierung. Wir müssen Probleme zentral angehen, indem wir sagen, okay, es gibt hier große Probleme, die wir gemeinsam lösen. Aber das Ziel muss sein und der Weg muss sein, dezentral. Weil wer dezentral organisiert, der ist auch nicht so anfällig für Korruption. Und wenn man euch jetzt sagen will, okay, wir machen wieder regenerative Energie, wir machen ein riesiges Kraftwerk, Desertec in der Wüste, und dann könnt ihr von denselben Typen den Strom kaufen, dann lacht ihr darüber. Das solltet ihr nicht nehmen, okay? Ihr solltet euch fragen, warum in Deutschland und vor allem in Berlin nicht jedes Bundesgebäude Solarzellen auf dem Dach hat. Warum ist das so? Warum ist das so? Ist das zu teuer? Ja? Oder so ähnlich wie damals, als George Bush ins Weiße Haus rein ist, hat erstmal die Solarzellen von Clinton weggeräumt. Das ist hier so ähnlich, hier kommt sie gar nicht erst aufs Dach. Diese Kuppel da drüben, das ist eine Scheintransparenz. Ja? Wie viele Lobbyisten dort einen Hausausweis haben, das glaubt ihr nicht. Ich habe keinen. Ich will auch keinen. Aber wie viele Leute von Shell da ein- und ausgehen, ja? Oder Monsanto oder Starbucks, das glaubt ihr nicht. Warum geschieht das alles im Geheimen? Warum, ja, ich sage nur hier neue Gesetze im Internet. Warum lassen wir Folgendes zu, dass man die Kameras auf die Bevölkerung richtet wegen der Sicherheit? Ich finde, dass man die ganzen Kameras in den Plenarsälen, in diesen Gebäuden auf die Politiker richten sollte, damit wir wissen, was sie machen. Ja! Stell das alles immer online. Oder hast du Probleme mit Transparenz? Ja? Stell das online. Und das muss unser Weg sein. Das, natürlich kann man sagen, wir können das noch nicht. Und das ist teilweise richtig, dass wir vieles von denen nicht können. Aber wir können es lernen. Und wir werden es lernen. Und das ist auch der Punkt, warum ich heute hier stehe. Das ist die zweite Friedensfahrt. Das heißt, es gab eine Wiederholung. Werdet, wenn es um Frieden geht, werdet dort Wiederholungstäter. Kommt nächstes Jahr wieder. Aber nicht nur hinfahren und zurückfahren, sondern die ganze Zeit auch darüber reden, was sich geopolitisch auch in Europa abspielt. Wir hatten hier über einen großen Zeitraum
hatten wir hier Frieden. Und der kann relativ schnell verspielt werden, ja, wenn es wirtschaftliche Interessen gibt. Und dagegen müssen wir uns als Bürger, dagegen müssen wir uns wehren, dagegen müssen wir aufstehen. Wir dürfen es der Regierung nicht durchgehen lassen, dass sie Panzer vor Petersburg stellt und das als Vorwärtspräsenz verkauft. Und solange wir das durchgehen lassen, solange ist es nicht so wichtig, ja, mich interessiert eben nur, ob es eine Autobahnmaut gibt, solange wir diese wichtigen Themen, nämlich Krieg und Frieden, solange wir den Politikern überlassen, sind wir reif für die Schlachtbank. Das ist mein Appell an euch, ja. Wenn ihr Bock auf Leben habt, wenn ihr sagt, das Leben ist schön, es kann auch schlechter werden als so, das kann es, ja. Jetzt dann müsst ihr Polizei, was ich dafür tun. Muss mal kurz, wir haben ein Problem. Vor dem sowjetischen Ehrenmal parkt noch irgendein Fahrzeug von uns. Die ganzen Absperrmaßnahmen für diese Straße finden nur wegen diesem, was, Jeep? Ein schwarzer Jeep, dem irgendwer von uns gehört, hier statt. Die müssen aufgelöst werden. Bitte, wer dieses Fahrzeug besitzt, geht hin und parkt es jetzt ordentlich. Es sind genug Parkplätze frei. Und jetzt feuerfrei. Ihr seht also, ein Auto hier auf dieser Geschichte abzuparken, ist wahnsinnig gefährlich, aber Panzer wohin zu schicken, das ist Friedensarbeit. Ja? Ihr versteht, was ich sagen möchte. Und ich komme dann auch zum Schluss. Also, ich finde es ja ein gutes Zeichen, dass dieses Jahr mehr Autos losgefahren sind und dass mehr Länder an diesem Konvoi beteiligt sind. Das finde ich gut. Aber das reicht eben nicht. Und deswegen stellt euch selber die Frage, okay, wenn ihr mal Großväter seid, die Frage, was habt ihr denn damals, als es losging in Deutschland, als man merkte, okay, das Klima verschärft sich und in den Zeitungen steht immer noch drin, welche Völker schlecht sind und wenn man sich für den Frieden eingesetzt hat, dann bekam man richtig auf die Mütze. Was hast du denn damals eigentlich getan? Weil das ist die Stunde der Bewährung. Und er sagt, ja, mir geht's doch gut. Hat mir neulich jemand gesagt, ja, genau wie 1939. Ja. Ging's den Leuten auch sehr, sehr gut. Das passiert uns bestimmt nicht nochmal. Hey, 39 ist passiert, dabei hatten die meisten noch den Ersten Weltkrieg in den Knochen. Wer von uns weiß schon, was Krieg ist? Also für mich ist es ein abstraktes Videospiel. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja? Und der Krieg fängt auch schon dann an, wenn hier, sage ich mal, 3 Wochen der Strom ausfällt und die Polizei nicht kommt. Dann werdet ihr sehen, dass Zivilisation sehr, sehr dünn aufgedampft ist. Und ich persönlich möchte das nicht erleben. Ich möchte das nicht erleben. Und ihr seid dann auch bereit, wenn erstmal Krieg ist, zu improvisieren. Und die gesagt haben, das ist alternativlos, auch in der Presse, die Mittäter, was machen die, wenn es dann losgeht? Die setzen sich in ihre SUVs und fahren nach Österreich auf ihre Bude. Ist euch klar, ne? Und die nehmen euch nicht mit. Deswegen, du kannst einen dritten Weltkrieg nirgends, wo du bist, überleben. Deswegen solltest du dafür sorgen, dass er gar nicht stattfindet und versuchen, dass du den in deiner Stadt überlebst, und zwar nur in friedlichen Zeiten. Seid friedlich, seid für Friedensaktivisten, werdet Friedensaktivisten und ändert euren Lifestyle. Ich weiß, das ist kompliziert, weil wir alle extrem tief verstrickt sind im Konsum und es gibt kein Ökobenzin, das weiß ich. Ja? Wie kommen wir dorthin, wie machen wir die Energiewende? Aber der Weg ist möglich und entscheidend ist, wir können diesen Weg nur zusammengehen. Wir haben nämlich alle, egal wie individuell wir sind, wir haben alle auf diesem Planeten dieselbe Zukunft. Und wenn wir diese selbe Zukunft nicht haben, wenn wir sie nicht teilen, haben wir überhaupt keine Zukunft. Vielen Dank. Danke, Ken. Die Lösung unserer Probleme ist Ursachenforschung, ganz egal ob beim Rauchen oder beim Krieg. So, wenn wir die Ursachen von Krieg und Terror verstehen, ich danke allen Friedensfahrern, und uns gegenseitig länderübergreifend verstehen, lernen, ich danke allen Friedensfahrern, dass sie diese Tour machen, dass sie ein Zeichen für die Freundschaft setzen. Und das ist es, was wir brauchen. Gute Zeichen der Freundschaft. Denn gute Zeichen der Freundschaft verhindern vielleicht einen Krieg. Und auch das aktuelle Parteiensystem ist ein Symptom. Es ist egal, ob wir macht bitte immer den Mund auf, wenn hier auch was zu diesem Land stinkt. Sonst hat die Regierung freie Fahrt. Wir müssen den Mund aufmachen, wir müssen aufklären, das geht nicht mehr anders. Die Medien tun es nicht, die springen uns in den Rücken. Herr Jessen hat gerade gesagt, dass wir eine antifaschistische Arbeit machen, aber dazu müssen wir erstmal begreifen, was Faschismus ist. Faschismus ist, wenn Banken und Konzerne so, ich mache jetzt erstmal Schluss. Und die Politiker steuern. Check, check, one. Ingo? Rock'n'Roll! Ah, doch, das geht auch. Check, check. Ingo? Ja, dann können wir einen Song machen, Nummer 4. Mein Name ist Paula Piquet und ich bin auch eine Friedensaktivistin und eine Sängerin. Und ich unterstütze diese Deutschland-Russland-Freundschaftsfahrt. Das ist das Allerwichtigste, dass wir verstehen, dass wir alle Freunde sind. Nummer 4, ich wäre dann soweit.
Yeah. Ja, was soll ich noch sagen? Ingo, brauchst du noch ein bisschen? Check, check. Alright. Yeah. Stopp Rammstein habe ich geschrieben, weil es gibt eine Military Base. You ever heard about the Military Base US Rammstein in Germany? You know why? Because they don't want you to know. They don't want you to know because they are sending the drones to Afghanistan, to any other country, to Iraq, to Syria, to Libya. So we should stop Rammstein. Stopp Rammstein Nummer 6. Stop Rammstein!
Fitzgerald, and the second idol was Whitney Houston when I was a child in the 80s. And when she died, I was making a version of Your Love Is My Love. Because our love, this is all that counts. Your love is my love. All right? Ingo and my voice, I hope you have fun. Vielleicht die Stimme ein bisschen lauter. Die Stimme ein bisschen lauter, Ingo. And you can sing along. Yeah. Clap your hands, it's alright. Clap your hands, it's alright. If tomorrow's judgment day and I'm standing on a front line and the Lord asks me what I did with my life, I would say if I wake up in world
Danke, dass du da warst. Ja, unsere Fahrer sind inzwischen schon aus der Stadt raus und kommen dann hoffentlich heute Abend gut in Stettin an. Und ich hoffe euch allen, sagt allen weiter, am 13. August kommen unsere Friedensfahrer wieder und dann bauen wir das Gleiche hier noch einmal auf. Ja, erzählt, redet mit den Nachbarn, was hier los ist. Diese Friedensfahrt wird in den Medien geleugnet, verleugnet oder teilweise verhöhnt. Ich bekomme kein Geld von Herrn Putin, nein. Das sind einfache Leute, die hier für Frieden auf die Straße gehen und in dem Fall sogar fahren. Wir machen eine Freundschaftsfahrt von Deutschland nach Moskau, kreuz und quer durch Moskau, um zu sagen, NATO, wir wollen keinen Krieg. Wir wollen Freundschaft mit unseren Nachbarn, denn nichts ist wichtiger als Freundschaft unter Nachbarn. Das sollten wir Deutschen endlich mal lernen. In diesem Sinne, schön, dass ihr alle da wart. Danke an die Polizei, die hier eine endlose Geduld hatte, hier bis alle endlich in die Autos kamen und krochen. Und ja, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns am 13. August wieder hier vor Ort. Bis dann. Es ist wieder ein Sonntag, ja. Tschüss. So, ich sag's nochmal. Kamera umschalten. Ich halte das für so oberwichtig, was hier gerade wieder startet. Zum zweiten Mal die Freundschaftsfahrt nach Russland. Und ich sehe das wirklich als Gleichgewicht, bisschen zum Gleichgewicht fördernd an. Das Gleichgewicht, was unsere Medien aus den Angeln gehoben haben mit ihrer Berichterstattung über Russland, das geht alles gar nicht. Bist du noch live? Ja, hey Leute, warte mal, die Sonne ist hinter uns, wir müssen zurück. Hey Leute, es war wirklich wunderschön hier und ihr solltet auch kommen. Habt ihr gesehen, man macht die Menschen einfach nur glücklich, indem man mit denen zusammen ist. Ein bisschen Musik macht und tanzt und sich austauscht. Mehr braucht es nicht für den Frieden. Ich knutsch euch. Ciao! Ja, Paula hat's gesagt. Hier ist so gute Stimmung gewesen. Wer heute nicht dabei war, tja, der hat leider Pech gehabt. Der hat nichts von der guten Stimmung mitgekriegt. Genau. Also, ich sag euch, in 3 Wochen seid ihr hoffentlich hier. Und wir sind noch viel, viel mehr als heute. Und wir stehen alle für den Frieden und die Freundschaft mit Russland. Ich bedanke euch bei euch. Ich bedanke mich bei euch, sorry. Und wünsche euch noch einen wunderbaren Restsonntag. Ciao, ciao.